Wir brauchen eben die Kindergrundsicherung, weil mit der Kindergrundsicherung schaffen wir eben die Grundlage für Leistungsverbesserung. Wir schaffen den Einstieg in eine wirksame Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut. Und wie bitter nötig und wie sinnvoll das ist, das hat uns jüngst nochmal das DIW vor Augen geführt. Haben nochmal ausgerechnet, dass bei den Zahlen von 2019 beliefen sich die Folgekosten von Kinderarmut in Deutschland auf mehr als 100 Milliarden Euro. Das waren 3,4% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, langfristig kostet Kinderarmut uns das Vielfache dessen, was wir ausgeben jetzt für eine angemessene Existenzsicherung für alle Kinder.